So Leute, willkommen zu einem kleinen ungewöhnlichen Video hier. Also, ich habe da so ein Spiel gespielt. Das ist jetzt eine Aufnahme, ne? Nicht, dass ihr jetzt verwundert seid. Die Aufnahme geht jetzt 19 Minuten 36. Ich habe per Zufall entdeckt, dass auf Twitch ein neues Spiel gestreamt wird, ne? Und davon wurde, also habe ich keine Werbung, habe ich nichts mitbekommen. Und ich dachte mir so, komm, ich mache mal ein bisschen Commentary, während ich das Video gleich starte. Also, ohne Scheiß. Ich habe in letzter Zeit nicht so viele Battle Royale Spiele gespielt. Geschweige denn sowas wie PUBG. Ne? Und dieses Spiel ist so ähnlich wie PUBG. Ich muss mal kurz was ändern, das fällt mir gerade von der eine Farbe hier nicht. Also das Spiel ist so ähnlich wie PUBG. Nur das heißt Super People. Super People ist gerade in so einer Testphase und ich dachte mir, komm, ich probiere das mal aus, weil Battle Royale finde ich schon geil. Und ich dachte mir so, komm, ich hab Bock. Ich zock wieder ein Battle Royale. Öffne Steam. Und du musst erstmal so eine Anfrage zu denen senden, ne? Und ich dachte mir so, okay, ich schicke die Anfrage und mal gucken, wann die mir das gewähren, ne? Ich schicke die Anfrage und die haben instant gewährt. Und ich habe instant das runtergeladen, instant erste Runde gezockt. Ich dachte mir so, just for fun, ich nehme es auf. Wenn scheiße ist, ist scheiße. Wenn gut ist, wenn gut. Und es lief so gut, es lief so unerwartet gut, dass ich dieses Video jetzt mache. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Also, ich starte das Video. Ich kann ja so pausieren. Okay. Ich werde jetzt ein bisschen Commentary machen, so, um zu schildern, was jetzt hier so abgeht. Also hier, das Spiel hat so ein Klassensystem. Du kriegst eine zufällige Klasse. Also du kannst dir eine zufällige Klasse holen und du kannst dir eine wählen. Ich dachte mir so, komm, weißt du was? Ich habe jetzt keinen Bock, mir die ganzen Klassen anzugucken. Deswegen habe ich zufällig gemacht und habe dann die Klasse Feuerwaffenexperte bekommen. Mit der Feuerwaffenexperte. Ich pausiere es mal kurz. Ich war so unter Stress und so, dass ich erstmal, weil ich dachte, das Game geht jede Sekunde los und deswegen habe ich hier so alles überflogen. Und jetzt kann ich es mal richtig lesen. Also Feuerwaffenexperte, ein trickreicher Soldat, der Feinde verlangsamt einen kurzen Prozess macht. Schon geil. Also es gibt so welche Ultis. Dieses Spiel ist so eine Mischung aus PUBG und Apex, wenn man so sagen kann. Ich find's geil. Also ich habe eine Runde gezockt, übelst nice. Es hat übelst Spaß gemacht, ne? Ja. Es ist die ultimative Fähigkeit namens Kraftfeld hier. Das ist so, wenn jemand auf dich ballert, machst du ein Kraftfeld und die Projektile werden dich nicht treffen, so nach dem Motto, ne? Dann gibt es spezialisierte Waffen, die dann eine Schadensverstärkung machen bei bestimmten Waffen. Das ist hier die Mini-R. Und wusste ich zum Beispiel nicht. Deswegen, ne? Oder hier, so welche Vorteile habe ich nicht durchgelesen. Zum Beispiel solche Vorteile wie die Mini-R machst mehr Schaden, mit der AR machst du mehr Schaden, du hast besseren Cover, du kannst besser Kugeln ausweichen und schneller reloaden und Aim ist viel besser und sowas als Feuerwaffenexperte. Und das habe ich bekommen. Deswegen hat mich das gewundert, warum ich im Laufe des Spiels auf einmal. Aber ihr werdet es schon sehen, warum ich unnormal Schaden gemacht habe, ne? Und man konnte im Laufe des Spiels noch seine Klasse wechseln, noch sein Kriegspaket ändern. Ich hatte keine Ahnung gehabt, was da los ist. Du hast anscheinend so eine Ingame-Währung. Und dafür kannst du halt entweder eine Klasse auswählen, mit dem du halt schon gespielt hast, so. Oder du holst eine zufällige Klasse, ne? Und ich habe eine Solo-Runde gestartet. Und in der Solo-Runde sind anscheinend 30 Leute, wie man da oben rechts sehen kann. 20 bis 30 Spieler. Und das ist online. Weil ich habe mich gewundert, ob ich in diesem Spiel gegen Bots kämpfe. Es hat mich echt gewundert, ob ich hier gegen Bots kämpfe. So, hier öffne ich jetzt das Kriegspaket und ich war so überfordert. Da steht zum Beispiel, gratis kostet, ich darf mir drei Sachen kostenlos holen, weil ich das Spiel zum ersten Mal zocke. Und erstens finde ich geil. Ich finde es geil, wie der Charakter aussieht. Der sieht echt sexy aus. Kannst First Person, kannst Third Person gehen. Mega geil. Die Zone ist auch klein gehalten. Finde ich auch ein geiles Feature, weil du spielst ja nur mit 30 Leuten. Warum brauchst du eine ganze Map, wenn du nur mit 30 Leuten spielst, ne? Und deswegen fand ich es geil. Diese Idee finde ich geil.
Und nach dieser Runde hatte ich übelst Bock gehabt, das noch weiter zu zocken, ne? Also ich glaube tatsächlich, dieses Spiel werde ich in Zukunft ein bisschen, öfters mal spielen. Hier war ich mir zum Beispiel nicht sicher, ob ich diese Kapseln nutzen kann. Also in diesem Spiel gibt es Kapseln und diese Kapseln geben dir so einen Boost. Du kriegst bessere Waffen, mehr Crafting Material, und ja, du kannst in diesem Spiel craften. Das hört sich komisch an, du kannst craften in diesem Game, ne? Du sammelst Rohstoffe und so weiter und so fort. Und du kannst dann Sachen craften. Der Typ holt dann auf einmal so ein Schmiedeeisen, so ein Anvil raus, wie heißt das denn? Amboss. Und knallt mit dem Hammer so drauf, Alter. Und du craftest einfach die Sachen so. Das ist so geil. Ich bin so froh, dass ich dieses Spiel durch Zufall entdeckt habe. Das hat übelst Spaß gemacht. Aber ich glaube, wenn ich auf die Schnauze kassiere, wird es nicht mehr Spaß machen. Nee, aber ich glaube, ich werde das öfters mal spielen. Ich habe Ralf schon instant ein Foto geschickt und gesagt, Bruder, das Game ist nice. So, ich guck mal kurz, ob er geantwortet hat. Weil ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe in diesem Spiel gegen echte Spieler gekämpft, nicht gegen Bots. Wenn ich gegen Bots gespielt habe, dann wird das stinken, Alter. Wird das echt stinken, weil ich habe so ein Glückserlebnis gehabt. Ich dachte so, aber ich glaube, das sind alles Spieler gewesen. Weil warum sollte man Bots da reinpacken? Versteht ihr? 28 Überlebende sind jetzt da, sehe ich. So, jetzt geht's los. Musik, Atmosphäre, geil. Die Map ist groß. Und da habe ich jetzt zum Beispiel die ersten Fähigkeiten bekommen. Schnelles Ziehen und Ballistik erkennen. Du kannst jetzt die Schussbahn sehen. Man kann die Schussbahn sehen. Nur schneller Waffenwechsel und so. Ich habe dafür keine Zeit. Ich war so unter Druck. Ich hatte erstes Spiel, ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. So null Ahnung. Ja, ich dachte bis so, okay. Ich droppe jetzt einfach raus, aber nicht in so eine Gegend, wo viel los ist, sondern so ein bisschen abseits da, so bei ein paar Hütten und nicht da so in die Main City, ne? Weil ich dachte so, wenn ich in die Main City gehe, ich bin RIP. Ich bin einfach tot. Deswegen bin ich nicht zur Main City gegangen. So, da habe ich ein bisschen Schiss bekommen. Da kam der erste Spieler. Ich dachte mir so, okay, komm. Geh hier nach links. Ruhig. Also einen ruhigen Start so machen, ne? Weil ich hatte keinen Bock auf Feindkontakt und sowas erstmal. Erstmal ein bisschen safe spielen. So. Kannst ja ganz normal durchs Fenster und so. Ist ein bisschen laut natürlich, ja. So, und dann kannst du hier Crafting Metall sammeln. Hier Weste und so. Ja, die Waffen und Rucksäcke und so, alles, was man so von PUBG und so halt kennt, ne? Ja, hier ist schon mal die M4, die übel. Oh, einfach oh, so reingeballert. Ich dachte mir so, komm, ich habe vergessen, dass der Typ eine Mini-Air-Spezialität hat, deswegen werde ich hier die Mini-Air nicht spielen, weil ich dachte mir so, M4 SKS, oh, geile. Und unten links, hier unter mir, seht ihr gleich, da steht Herstellen. Wenn du genug Materialien hast, dann kannst du die Sachen craften. So, ne? Du kannst sie verbessern. Wenn du die gecraftet hast und mehr Material gesammelt hast, dann craftest du noch bessere Waffen, so, ne? Und noch bessere Ausrüstungsgegenstände. Und, Überlebensbonus. War bei der Gesamtsituation einfach überfordert. Das wollte ich kurz erklären. Ihr seht da ganz, ganz, ganz weit rechts, ne? Da steht ja Stufen. Du levelst in jeder Runde immer, ne? Je mehr du levelst, desto mehr Passivfähigkeiten kriegst du, ne? Und je mehr Passivfähigkeiten hast, desto besser sind die Überlebenschancen, so, ne? Weil dann bist du viel besser. Du kannst zum Beispiel schneller rennen, du kannst besser Auto fahren, du kannst schneller reloaden, du hast mehr Damage mit bestimmten Waffen und sowas halt, ne? Man kann auch hier aufsetzen und so und kannst alles machen. Kannst alles machen. Hier habe ich zum Beispiel schnelles Ziehen schon auf Level 3. Ich war einfach bei der Gesamt. Ach so, da, wo Stufe 4 und so steht, ne? Da steht ja zum Beispiel 5% mehr Ammo, 0%, ne? 10%, plus 10 HP mehr als sonst. Und unten habe ich 110 HP anstatt 100 HP. Das heißt, es ist nochmal klassenspezifisch, was du hier bekommst. So, ne? Das heißt, man kann hier ein übelster Tank sein oder man halt übelster Assassine und bist dann so richtig Stealth.
Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es hier so eine Klasse gibt, wo du wirklich Assassine bist und du kannst dich unsichtbar machen und so, ne? Oder du erkennst du ganz leicht Umrisse, dass da vielleicht jemand kommt. Wäre auch nice. So, ich hatte durchgehend in diesem Spiel Panik, weil ich dachte mir so, die Leute sind übelste Schwitzer. So übelst Schwitzer, ne? Ich hatte so Schiss gehabt. Und bin dann halt hier rumgerannt. Ich dachte mir so, yo, ich habe so lange kein Battle Royale mehr gespielt. Soll ich jetzt rausgehen, soll ich nicht? Und ich dachte mir so, komm, weißt du was? Shitte drauf. Das ist meine erste Runde. Und ich zock einfach jetzt das Game. Und habe mich einfach in Bewegung dann gesetzt, so, ne? Ja. Hab dann noch ein paar Materials eingesammelt. Bis jetzt ist noch keiner gestorben. 28 Leute. Geile. Ich weiß nicht, ob ich sogar den First Kill gemacht habe. Werden wir gleich sehen. Ammo hatte ich auf jeden Fall genug. Also es ist so ein kleines Kackhaus, ne? Und ich habe mich in diesem kleinen Kackhaus so wohl gefühlt. Und da ist so viel Stuff gewesen, dass ich schon komplett full set bin. So, da habe ich die ersten Schüsse gehört. Als ich die Schüsse gehört habe, habe ich Blut geleckt. Ich habe so, komm, ich gehe jetzt hin. Und dann habe ich den ersten Spieler gesehen. Easy. Nein, das war ein Online-Spieler. Mortis 5 Nudge Face Track. Nee, das sind Online-Spieler, oder? Das sind Online-Spieler. Auf jeden Fall habe ich den First Kill gemacht hier. Habe ich da hinten zum Beispiel Spieler gesehen. Ich wollte ein bisschen gucken, wie die Reichweite von den ganzen Waffen ist. Hab gemerkt, M4 ist halt nicht so geil. Ne? Weil Bullet Drop ist real hier in diesem Game. Also der Bullet Drop ist heftig. Und dachte mir so, okay, ich bräuchte mal ein besseres Visier mal für die SKS, damit ich mal ein bisschen mehr was erreichen kann, so, ne? Aber trotzdem habe ich mich die ganze Zeit so heftig unter Druck gefühlt, weil ich jedes Mal Angst hatte, dass gleich irgendeiner kommt und mich abballert. So, dann bin ich halt über die Brücke gegangen, habe gesehen, dass da weitere Leute sind auf der Straße zum Beispiel. Habe die versucht mit der M4 zu hitten, aber irgendwie, ich habe keine Ahnung. Entweder bin ich zu blöd und dann habe ich zum Beispiel dort den Spieler gesehen, war schon Panik. Ich dachte mir so, okay, bam, rüber gesprayt. Der Typ hat nicht reagiert. Und das war ein Online-Spieler. Face Shrek. Der Typ hat jemand anderen getötet. Der Typ hat null auf meinen Sch so reagiert. So, du kriegst in diesem Game kostenlose Kriegspakete. Bei diesen kostenlosen Kriegspaketen kannst du, hier nochmal First Person, kannst du von deiner Klasse aus spezifisch Sachen halt so holen, ne? Und ich glaube, du kannst dir sogar. Mein Gott, wir schatten uns hier die ganze Zeit. Du kannst da alles holen. Also alles, was da drin ist, kannst du dir, glaube ich, holen. Ich war mir da nicht sicher. Als ich komme, dann alles und erhältst du eine mächtige Waffe und Bonusgegenstände. Ah, okay. Aber ich glaube, bei diesen Sachen kannst du ja alles holen. So, hier habe ich zum Beispiel die goldene Superkapsel eingesetzt und bin dann instant von Stufe 5 auf Stufe 8 gegangen. Und nochmal auf Stufe 11 und habe dann meine Ulti freigeschaltet, namens Kraftfeld, ne? So, ich war mir nicht sicher, ob ich hier wirklich alles nehmen kann. Deswegen habe ich jetzt hier so ein paar Aufsätze genommen und so. Ich habe kein Healing, nichts genommen. Ich habe null Healing gehabt. Das heißt, wenn ich Damage bekommen hätte, ich RIP. 140 HP habe ich jetzt. Da steht ein Spieler, der reagiert nicht. Bam, Headshot und zack, boom, weg ist er. Drei Kills schon mal gemacht, ne? Da steht einer rum, der macht nichts. Bam, zack, zack, zack. Der Typ trifft mich nicht, er ist tot. Headshot. Ich dachte mir so, Alter. Ich habe so lange keine Battle Royale-Spiele mehr gespielt, ne? Ich dachte mir so, mein Gott, so welche Cojones habe ich bekommen. So welche Cojones. Dann habe ich hier mal mit der SKS mit dem Vierfachvisier geguckt, wie der Damage, also wie die Reichweite so halt ist, ne? Hab gesehen, dass es Bullet Drop gibt. Deswegen habe ich ein bisschen angefangen, ein bisschen höher zu zielen. Und ich habe gesehen, 17 Damage. 17 Damage ist schon scheiße. Unter mir seht ihr, dass man die SKS upgraden kann. Und ich habe das nicht geupgradet. Ich habe das viel später gecheckt, dass ich es upgraden konnte. Und guck mal, da sind drei Spieler nebeneinander. Einer ist in der Mitte, einer rechts, einer links und ganz rechts ist noch einer. Aber für mich sah das so aus, als ob das Bots wären. Als ob das so Bots wären, die einfach nur Scheiße spielen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt alles aus Bots bestand oder auch Spieler waren. Also nur Front gegen die. Kann vielleicht sein, dass ich gegen Anfänger hier gespielt habe.
Aber für mich hat sich das so angefühlt, als ob ich gegen Bots gespielt hätte. Achso, und die Zone ist quasi hier. Wenn du außerhalb der Zone bist, dann ist da so ein Eissturm und du erfrierst. So wie mir das aufgefallen ist. So. Das Spiel heißt ja Super People. Und Background Story ist scheißegal, ne? Also ganz ehrlich. Da ist noch ein Spieler. Hat mich nicht gesehen. Gar nicht getroffen erstmal. Bam, weg ist er. Ich dachte mir so, holy shit, wieso mache ich so viel Schaden? 5 Kills. Ich sehe, man sieht ja AR ab. Komplett. Das heißt, ich mache mit ARs übel Schaden. Aber so übel. Guck mal, seht ihr das? Stupid. Ganz ehrlich, stupid. Das ist übel stupid. So, und hier habe ich mich ein bisschen gelevelt. Stark reduzierter Schaden bei erlittenen Kopfschüssen. Verkürzt Abklingzeit auf 1 Minute. Ich kann meinen Kopf einziehen. Das heißt, der Charakter weicht automatisch den Projektilen aus. Also ich weiß nicht, auf mich hat niemand wirklich richtig geschossen oder hat es nicht mal versucht. Deswegen, ne? Und hier habe ich mir schon gedacht, so, guck mal, da schwimmt jemand. Easy Snack, ne? Dachte ich mir so. Geile. Easy. Der taucht nicht mal. Man kann in diesem Spiel tauchen. Der ist nicht abgetaucht, ne? 7 Kills. Ich dachte mir so, oh mein Gott, ich habe jetzt so viel Glück. Halt dein Maul, ne? Wenn ich jetzt irgendwas sage, guck mal, der Typ hockt dort. Nicht einmal getroffen. Nicht einmal getroffen. Wie stupid. Wenn ich das wäre, ich wäre tot. Und ja, da habe ich gemerkt, scheiße, ich muss jetzt in die Zone. So, fuck, 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 fuck. Ich so, wenn ich ins Wasser gehe und hinter mir ist jemand, ich bin tot. Deswegen folgende Taktik, ich gehe ins Wasser, direkt abgetaucht. Damit keiner sieht, dass jemand unter Wasser ist. Ne? Taktisch. Einfach taktisch. So, da gibt es ein paar Loot Drops anscheinend. Da sind zwei gelandet. Drei sogar, sehe ich da gerade. Und ich dachte mir so, jetzt nicht überheblich werden. Ich habe 8 Kills, ne? Wenn ich jetzt irgendwas sage und ich sage, ich bin voll geil, ich habe so Coronis, Alter. Sterben, tot, Alter. Vorbei. Deswegen, ich habe mein Maul gehalten. Bin froh, dass ich überhaupt die Aufnahme gemacht habe. Ich dachte mir so, komm, Wayne juckt sich, ich mach die Aufnahme fertig. So, hier habe ich. Hier. Warte. Wait, das. Oh Gott. Schimmer. Hier habe ich zum ersten Mal gecheckt. Stimmt, ich kann ja craften. So, dann habe ich die SKS gecraftet hier. Ich habe die SKS gecraftet. Und habe die dann hochgepumpt, Alter. Und so sieht das halt. Habt ihr gesehen, First Person? Schön mit dem Eisen, mit dem Amboss so. Zack, 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 zack. Schon geil. Überlebensbonus. Ja, Überlebensbonus gibt es anscheinend auch sowas wie. Ich höre die ganze Zeit Schüsse. Ich hatte übel Schiss gehabt, weil ich sehe Überlebende 13, 12 andere Spieler. Ich hatte so Schiss gehabt, ne? Ich so, ich bleib erstmal safe und höre erstmal. Ja, erstmal ein paar Schüsse verfehlt, weil ich hatte wirklich. Ich hatte im Laufe des Spiels so fucking Schiss, ne? Mein Herz. Achso, und hier habe ich meine Ulti eingesetzt, weil ich habe mich verklickt. Ich wollte gucken, wie die Ulti ist und ja. Ich wollte eigentlich die bei einem anderen ausprobieren. So, easy snack, bam, tot. Und ich bin Stufe 17 und die anderen sind Stufe 11 oder so. Guck mal, schon wieder easy snack hier, ne? Easy snack, tot, Headshot. Stufe 9 ist das, Stufe 9. Guck mal, hier wieder noch ein Snack. Ich glaube, ich war einfach zu overleveled hier, ne? 10 Überlebende, 10 Kills. Die Leute haben meistens stupid gespielt hier. Also, no front. Aber was ist das? Was ist das? Da habe ich zum Beispiel links. Du kannst die Steps und so ziemlich gut hören, so in diesen Spielen, ne? So, dann sind da zum Beispiel zwei. Tot. Da ist einer im Wasser. Tot. Ey, was ein Godplay. Ne? Ich habe schon fast die Hälfte der Leute weggemacht hier von dieser Lobby, ne? Die dachten sich so, Alter, was ist das für einer? Der ist dann weggelaufen. Smart Play, auf jeden Fall. Smart Play. Ich habe nicht gesehen, dass meine Ulti ready war. Deswegen habe ich das nicht benutzt. Aber ich glaube, bei so heiklen Sachen könnte man das schon benutzen. Oh, da ist einer. SKS rausgeholt. Zack, Bomb. Headshot. 170 HP habe ich. Ich habe 30 Schaden bekommen. Okay. I don't know von wo, aber ich habe 30 Schaden bekommen. 170 HP maximal.
40% mehr Elmo, 20% mehr Ausdauer, 70 AP mehr. So, hier ein bisschen craften, verstecktes Gebiet, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe das alles gecraftet, wahrscheinlich Materialien, die ich für andere Sachen brauche, so, ne? So, hier war ich schon ein bisschen so richtig am Sweaten, weil noch drei, ich muss noch drei Leute umbringen. Drei Leute. So, habe ich hier rechts Steps gehört. Und mein Gehör hat mich nicht enttäuscht. Easy. Stufe 14. Ich bin Stufe 21. Stufe 21 bin ich. Ich bin so overpowered gewesen in diesem Spiel, ne? Die anderen waren einfach nur einfach Trash. 15 Kills. Ich habe mehr als die Hälfte von den Leuten hier gekillt. Mehr als die Hälfte habe ich gekillt. Ich dachte mir so, ja, nee, so viel Glück kann ich jetzt nicht haben, ne, Überlebensbonus. weil der Letzte wird mich safe killen. Der Letzte wird, der campt irgendwo, der wird mich safe killen, ne? Und nicht so, scheiße, was mache ich jetzt? Und der leuchtet lila, weil er halt richtig rare Loot hat, ne? Ich so, scheiße, wo ist der Letzte? Der Kreis wird immer kleiner. Ich so, fuck, wo ist er? Erinnert euch an den Typen, der da zu dem Haus gerannt ist und sich versteckt hat? Surprise. Da ist er. Ey, 16 Kills. 16 Kills. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Erstes Spiel in diesem erste Runde in diesem Spiel. Einfach schon 16 Kills. So fucking. Ey, das ist. Ich war so überrascht. Ich war so überrascht. Weil ich habe so lange kein Battle Royale mehr gespielt, ne? Das ist jetzt kein Product Placement oder so, keine Ahnung. Das ist. Ich wollte einfach nur meine Erfahrung mit euch teilen. Sagen, das Spiel ist geil. Es hat Spaß gemacht. Es ist so ähnlich wie PUBG, aber ist nicht so richtig PUBG. Ich finde das mit diesen Passivfähigkeiten, mit der Ulti und sowas halt schon geil. Erinnert mich an Apex, deswegen sagte ich ja zu Anfang, das ist so eine Mischung aus Apex und PUBG. Und ja, ich kann das Spiel jedem ans Herz legen. Es macht übelst Fun, hat Spaß gemacht. Man kann Duo-Squads machen, man kann Vierer-Squads machen. Ob man Dreier-Squads machen kann, keine Ahnung, aber man kann Vierer-Squads machen. Und ja, das Spiel hat echt heftig Spaß gemacht. Und ja, das war's dann schon mal. Schreibt mal eure Meinung mal in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder, ne? Bis dann und haut's rein. Bye bye.